Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei Ihrem FRM Regionalmagazin. In unserem ersten Beitrag geht es heute in das Dippoldeswalder Museum. Hier stehen umfangreiche Umbaumaßnahmen an. Und beeinträchtigt sind natürlich auch die traditionell stattfindenden Veranstaltungen. Das Lohgerber Stadt- und Kreismuseum Dippoldeswalde befindet sich in einer alten, um 1750 erbauten Lohgerberei. Das Museum verfügt über 22 Ausstellungsräume, einen Vortragsraum, ein Videokabinett sowie Verwaltungs- und Magazinräume. Noch bis zum 28. Februar kann man sich die beliebte Weihnachtsausstellung anschauen. Diese Ausstellung ist seit Jahren der Renner im Jahresprogramm des Museums. Ebenso beliebt ist die Osterausstellung, erzgebirgische Volkskunst mit österlichen Motiven. Gebatikt, geschnitzt, geklöppelt, der Fantasie der Volkskünstler sind kaum Grenzen gesetzt. Die Ausstellung ist eine ideale Einstimmung auf den Frühling und das Osterfest. Und gleich nach der Weihnachtsausstellung beginnt sicher der Aufbau der österlichen Exponate. Nein, in diesem Jahr ist es nicht so. Ja, das liegt unter anderem daran, dass das Museum rekonstruiert werden soll. Und geplant war ursprünglich, dass wir nach Abbau der Weihnachtsausstellung damit beginnen. Das hat sich nur etwas verschoben, ist ein relativ großes Bauvorhaben auch. Da kann das schon passieren, sodass wir also jetzt noch bis zu den Herbstferien Ausstellungen machen können. Aber die Osterausstellung eben voriges Jahr im Zuge auch der Bodenfreiräumung schon ausgelagert worden ist, sodass wir gesagt haben, es wäre Quatsch, die jetzt wieder ranzuholen und dann wieder wegzuschaffen. Also konzentrieren wir uns dann nach der Weihnachtsausstellung gleich auf die Ausstellung zur 800 Jahre Dippoldeswalde. Also keine Osterausstellung in diesem Jahr. Aber die 800-Jahr-Feier der Stadt Dippoldeswalde wird auch im Städtischen Museum gebührend gewürdigt. Die Vorbereitungen laufen bereits. Es wird zumindest hier in der Lederkammer, wo wir jetzt also hier noch diesen Weihnachtsberg haben. Ich will noch nicht zu viel verraten, weil die Leute sollen ja auch ein bisschen überrascht sein, aber es werden zumindest auch viele Fotos dabei sein, wo sich die Dippoldeswalder sicherlich wiederfinden, also auch von den vergangenen größeren Jahrfeiern, also 775 und 750 Jahrfeier. Und in der ersten Etage im Vortragsraum, ja, werden wir sehen. Ich denke, es werden auch Ansichten von Dippoldeswalde dabei sein, alte, historische. Also sicherlich auch das eine oder andere Exponat, was jetzt nie mehr oder nie so oft gezeigt worden ist. So dass es also nie bloß für die Dippser, sondern auch für die Gäste der Stadt schon, denke ich, recht interessant werden wird. Im Oktober soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. Das bedeutet auch keine Weihnachtsausstellung in diesem Jahr. Wenn alles gut läuft, könnte das Museum im Frühjahr oder Sommer 2020 wieder eröffnet werden. Zum Museum gehört auch die Osterzgebirgsgalerie im Dippser Stadtschloss. Auch hier wird es Veränderungen geben. Es hat sich ja sicherlich schon rumgesprochen, oder beziehungsweise werden es viele wissen, dass die Osterzgebirgsgalerie noch bis 3. Juni nur geöffnet hat. Ab 4. Juni wird sie ausgeräumt. Das liegt daran, dass dort die Dauerausstellung zu den Bergbaufunden von Dippoldeswalde reinkommt, die dann Ende August eröffnen wird. Und wir haben natürlich bis dahin auch noch einige Sonderausstellungen. Eine läuft jetzt, die nennt sich Künstler unterwegs, also geschuldet auch unseren heimischen Künstlern mal, also Regina und Johannes Zepnik, die dort also einen kleinen Querschnitt ihrer Arbeiten zeigen, die während ihrer Orientreisen oder Spanien- oder Europareisen entstanden sind. Und da wird es dann also auch Ende März noch ein Kunstgespräch geben, 19 Uhr, mit den Künstlern, die da ein paar Anekdoten von ihrer Reise erzählen. Und im Mai, Anfang Mai, dann eine zweite Sonderausstellung, auch wieder mit Regina und Johannes Zepnik als Abschluss für die Galerie. Und ja, auch zum Stadtfest 800 Jahre Dippoldeswalde, Ansichten von Dippoldeswalde und von Dippoldeswalder Persönlichkeiten. Diese Ausstellung wird auch Anfang Mai eröffnet, gibt es also eine Eröffnungsfeier. Termine werden Sie sicherlich noch bekannt geben. Ja, und zum Stadtfest am 1. Juni, Freitagabend, die Chroniklesung, ein Rückblick 800 Jahre Stadt Dippoldeswalde, sicherlich auch ein paar lustige Sachen mit dabei. Ja, und das sind so unsere Aktivitäten. Musik.
Geschichten aus der Stadt- und Bärenapotheke Freital mit Professor Tatze. Allgemeine Verkehrskontrolle. Haben Sie einen Verbandskasten? Ach, einen Verbandskasten. Kleinen Moment, Herr Wachtmeister. Bitte sehr, Herr Wachtmeister. Und gute Fahrt. Ach, übrigens, gut, dass es eine Apotheke gibt. Bitte bleiben Sie gesund. Das wünscht Ihnen Ihr Professor Tatze von der Stadt- und Bärenapotheke Freital. Es gibt viele Wege, FRM zu sehen. Im Fernsehen, mobil im Web oder im Bett. Mit FRM TV immer näher dran. Im Februar hat das Heinz-Freizeitzentrum für Alt und Jung jede Menge Aktivitäten zu bieten, besonders während der Winterferien. Besuchen Sie jetzt das Heinz-Freizeitzentrum in Freital und gönnen Sie sich Erholung, Spaß und Action. Zum Beispiel auf der über 130 Meter langen Reifenrutsche mit Infinity Jump sowie LED-Taglichteffekten oder der weltweit ersten geschlossenen Doppelröhrenrutsche. Der Wettrutsche für die ganze Familie. Badespaß bieten auch die 20 Meter Bahnen mit Strömungskanal. Der Kleinkinderbereich ist ein abwechslungsreicher Wasserspielplatz mit hohem Erlebnisfaktor. Hier vergeht die Zeit für die Kleinsten wie im Flug. Ruhiger geht es in der Saunalandschaft des Heinz zu. Diese garantiert Erholung für Körper und Seele. Testen Sie die verschiedenen Saunen und lassen Sie es sich so richtig gut gehen. Jetzt neu im Heinz. Ab sofort begrüßt und verwöhnt Sie das Carpe Diem Massageteam in unserem neuen, liebevoll eingerichteten Massageraum. Und dann ist ja noch Eislaufsaison im Heinz. Für alle Freunde des Eislaufens stehen 2200 Quadratmeter beste Eisfläche zur Verfügung. Doch nicht nur Profis und Geübte dürfen sich auf die schmalen Kufen wagen, auch für Fahranfänger steht wieder eine extra Übungsfläche bereit. Eisbahn, Fitnessclub, Bowling, Gastronomie, Saunalandschaft und die neuen Wasserwelten des Heinz bieten für jeden etwas. Wenn's draußen wieder schneit, da haben wir unsere Freit. In dem Sinne, recht herzlich willkommen in unserer Urlaubsregion Altenberg. Ob Skilaufen, Rodeln oder Eislaufen. Die Urlaubsregion Altenberg, das ist das Winterwunderland direkt vor eurer Haustür. Tagsüber aktiv auf den Pradeln, dann entspannen in der Bäderlandschaft oder in der Sauna des Gesundheitszentrums vom Raupennest. Und abends geht er fit auf die Winterpartys an den Skihängen. Infos gibt's bei uns im Tourist-Infobüro in Altenberg. Wir freuen uns auf euch. Hallo liebe Zuschauer, der Winter zeigt sich von seiner ungemütlichen und nassen Seite. Um dieser trotzigen Zeit zu entfliehen, ist ein Besuch hier im Erlebnisbad Paulsdorf gerade perfekt. In der Ferienzeit halten wir zwei ganz besondere Aktionen für Sie bereit. Zum Kinderfest am Rosenmontag unterhält der Clown Bumbalo die Kleinen mit Kinderdisco, Rätselspaß und Spielen. Und am 13. Februar feiern wir Fasching im Erlebnisbad. Da erhält jeder verkleidete Besucher ein Überraschungsgetränk. Auch für unsere Saunagäste ist etwas Neues dabei. Denn seit diesem Jahr können sie zusätzlich den Badebereich nutzen. Nach den stündlichen Aufgüssen kann man sich nicht nur in der Talsperre abkühlen, sondern auch ein paar Bahnen in der Halle schwimmen. Na dann! Worauf warten Sie noch? Packen Sie die Badehose ein und kommen Sie zu uns ins Erlebnisbad an der Talsperre Malta. Der Badespaß für die ganze Familie ist hier garantiert. Ob Wasserrutsche, Wildbachkanal, Sprudelliegen oder Massagedüsen oder vielleicht auch die Dampfsauna oder die Infrarotsauna laden hier zum Vergnügen ein. Und so viel Spaß macht natürlich auch hungrig.
Dann können Sie direkt in unserem hauseigenen Bistro sich wieder stärken. Hier erhalten Sie kleine Snacks für den Hunger zwischendurch. Ob Pommes, Currywurst oder vielleicht auch einen frisch gepressten Orangensaft oder ein gezapftes Bier. Oder wie wäre es mit einem Besuch in der Sauna? Bei heißen Temperaturen und wohltuenden Düften stärken Sie Ihr Immunsystem für die kalten Tage. Nach dem Saunaaufguss genießen Sie dann den einzigartigen Blick über die Talsperre Malta und können sich auch direkt darin abkühlen. Beim FRM Wintergrillen hatte der FCP Brätschendorf mit 12 Minuten und 55 Sekunden eine super Zeit hingelegt. In der vergangenen Woche haben die Närrinnen und Narren vom Dipser Faschingsverein diese Zeit mit 12 Minuten und 16 Sekunden noch einmal deutlich unterbieten können. Heute sind wir bei der vierten Ausgabe vom FRM Wintergrillen in Bannewitz und mal sehen, wie sich da die Närrinnen und Narren schlagen. Das FRM Wintergrillen 2018. Eine gemeinsame Aktion von FRM TV und dem Expertmarkt in Freital. Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, zu Grillwettkampf Nummer 4. Heute beim Karnevalsclub in Bannewitz. Und zu Beginn dieses Wettkampfes gibt es natürlich erst einmal den Schlachtruf der Bannewitzer. Strengt euch an, und in Bannewitz grüßt man sich wie? FRN mit unserem Schlachtruf, einem Dreiwagen KKB. Okay! KKB! Okay! KKB! Okay, okay, okay! Ja, das klingt schon mal ordentlich. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, ob die Bannewitzer in dieses Geschehen wirklich eingreifen können. Denn ihr werdet es ja gesehen haben, die Dipser haben mit 12 Minuten, 16 Sekunden und 1200 letzte Woche eine geniale Zeit hingelegt. Die gilt es zu toppen, um in den Genuss von einem Warengutschein von Expert in Höhe von 300 Euro zu kommen. Meine Frage jetzt erstmal: Wurde geübt? Habt ihr euch darauf vorbereitet oder macht ihr das so aus der Kalten? Na, wir haben es schon mal gemacht mit dem Feuerwehrverein. Ah. War das derselbe tolle Grill? Ja, war glaube ich derselbe, ja. Also ein deutlicher Vorteil für die Bannewitzer stelle ich fest. Sie müssen jetzt, wie gesagt, diese Zeit der Dipser unterbieten. Bei Gleichstand müsste es dann noch ein Stechen geben, aber wir werden, denke ich, in 20 Minuten schlauer sein und wissen, wer Wintergrillmeister 2018 wird. Jetzt gibt es schon mal für den Chef am Grill, das bist du. Du bist der? Der Thomas. Wir machen die Vorstellung jetzt. Der Marvin. Der Tim. Ja, eine gestandene Männerriege. Was macht ihr Männerballett beim Bannewitzer? Gibt es sowas bei euch auch? Genau, machen wir. Ja. Auch hier mit Tütü und dem ganzen Zeug? Kommt vor. Es kommt vor. Also du durftest ja schon mal die Grillschürze anziehen. Die Regeln, die haben wir ja besprochen, die müsste mittlerweile jeder wissen. Es geht darum, drei Bratwürste mindestens auf eine Kerntemperatur von 70 Grad zu erhitzen, dann diese drei Würste mit jeweils einem Brötchen zu essen, und wenn dann der Mund leer ist und hier unten keine Würste mehr liegen, dann wird die Zeit gestoppt und dann werden wir gucken, wo ihr euch zeitlich einreiht beim Wintergrillen 2018. Ich bin wirklich gespannt, wie die Bannewitzer diesen Wettbewerb jetzt bestehen werden, bei, man sage und schreibe, ungefähr 2 Grad plus, habe ich im Auto gesehen. Also es ist nicht winterlich, es fehlt der Schnee, nächste Woche soll er kommen, aber wir werden gucken. Und dann haben wir jetzt hier für unseren ersten Wettkampf den großen Duden. Es haben uns einige gefragt, weil der so verwurschtelt aussehen würde, wie alt der ist. Und ich darf mal gucken, hier, das ist ein Duden von 1969. Ja, hier ist auch kein Schulstempel drin, der ist nicht geklaut irgendwann nach der Wende. Und in diesen Duden wirst du jetzt, du bist die? Jasmin. Die Jasmin wird jetzt ihr Glück versuchen und dieses Wort, was ich vorgebe, suchen. Ich darf es nochmal sagen, also die Brätschendorfer hatten 35 Sekunden gebraucht für das Wort. Die Höckendorfer 47 und die Dipser 25 Sekunden. Bist du bereit? Seid ihr alle bereit? Ja. Ja, man muss euch ein bisschen motivieren, denn das ist was anderes wie ein Faschingsprogramm. Das ist richtig ernst hier bei FRM. So, ich würde sagen, wir starten jetzt diesen vierten, letzten Wettbewerb hier beim Karnevalsclub in Bannewitz. Und das Wort, das du suchen musst, heißt Thema. So viel sei verraten, dieses Wort beginnt mit einem T. So, die Uhr läuft, oder? Ich muss sie ein bisschen eindrehen. So. Ja, diese Handschuhe machen das Ganze natürlich etwas komplizierter.
Sonst wäre es ja kein Wettbewerb, sonst wäre es ja Spaß ohne Ende. Ja, Thema suchen wir. Die Herren bereiten sich schon leicht aufs Grillen vor. Aber wie gesagt, nicht anzünden. Ja, okay. Vorbereiten könnt ihr aber kein Feuer anzünden. So, Thema, wir sind schon bei 5, bei 37 jetzt. Ich muss auf meinen Schleien gucken, Zettel gucken. Ja, ihr habt noch, ihr seid noch nicht die Schlechtesten. Aber jetzt, auf jeden Fall beim Suchen. So, Nadine hieß er, ne? Jasmin. Ach, verflixt nochmal. So, Jasmin. Bleib ganz entspannt. Kannst du die Seiten rausreißen? Also so eine Probleme mit diesen tollen Handschuhen hat noch niemand gehabt. Und dabei ist sie die Einzige, die heute Handschuhe anziehen darf bei der Kälte. Das ist ja, also hier bei dem Duden kannst du nichts mehr kaputt machen. Ich guck schon mal nach der Seite, weil ich weiß das ja auch nicht auswendig. So, du hast eine Seite und eine Spalte. Jasmin von der Funkengarde in Bannewitz. Ach, tanzt sie auch so langsam, wie sie sucht? Ne? Nein, das ist eine Bemerkung am Rande. So, Jasmin, es ist wieder eine Seite noch verwurschtelt dazwischen. Verflixt, wie viele Seiten hat denn dieser verflixte Duden von 1969? Los, Thema. Ich stehe schon bei den Herren, also, ja, los jetzt. Richtig, bei 9 und 1, bei 2 Minuten, Donnerwetter, Donnerwetter. Oh, jetzt hat sie, ja, Gebläse anmachen bitte. Gut, jetzt draufstellen. Also es ist noch nichts verloren, obwohl ihr beim Wortsuchen im Duden mit Abstand die längste Zeit gebraucht habt. Aber ihr könnt das ja alles wieder beim Grillen jetzt. So, und ich denke, ein paar Minuten haben wir Zeit. Wir erkundigen uns jetzt um das Karnevalsprogramm hier beim Bannewitzer Fasching. Wir feiern ohne Ende, was? Im Disneyland, ist das richtig? Ja, richtig. So, und neben mir steht der Chef, genau. Der Präsident, sagt man ja beim Fasching. So, was, wie kommt man denn auf solche tollen Ideen? Das sind dann Vorschläge von unseren Mitgliedern, die wir übers Jahr dann auswerten und abstimmen. Und danach entsteht dann das neue Motto. Und ja, dieses Jahr sind wir mal im Disneyland. Also ich habe jetzt bei euch auf der Homepage gestöbert, habe gesehen, ihr seid im 50. Jahr. Herzlichen Glückwunsch. 51. Im 51. war das nicht 2000? Also, ja, ja, wir sind schon bei 2000. Beim Fernsehen lebt man in einer ganz anderen Welt. 2018 im 51. Jahr und ich habe gesehen, alle Veranstaltungen ausverkauft. Ist das immer so bei euch? Relativ, sage ich mal. Wir haben einen guten Zuspruch, ja. Und darüber sind wir eigentlich auch froh. Und wir hoffen, dass es auch weiter so bleibt. Ja, wir sind Randeinzugsgebiet von Dresden. Ich denke mal, das ist vielleicht unser Vorteil. Also wer jetzt noch zum Bannewitzer Fasching in diesem Jahr, im 51. Jahr des Bestehens gehen will, der hat keine Chance? Nee, also die drei Veranstaltungen sind restlos ausverkauft. Also da müssten noch kommen zurückkommen, aber das ist schwierig. Meistens geht das schon unter der Hand raus. Auch wieder. Mit einem 50-Euro-Schein nicht zu machen? Nee, der Saal ist irgendwo begrenzt dann. 100 Euro? Das muss man den Leuten dann schon erklären, dass der Saal irgendwo begrenzt ist. Lässt sich auf nichts ein, der gute Mann hier. Nein. Okay, also, vielleicht dann im nächsten Jahr, oder? Wer jetzt noch keine Karten hat. Ja, da müsst ihr im nächsten Jahr bei Zeitenkarten bestellen. Mehr können wir dazu nicht sagen. Vielleicht kriegen wir ja auch von FRM Freikarten, wenn ihr denn hier diesen Wettbewerb heute gewinnt. Was denkst du, schaffen das die Jungs? Ich bin da optimistisch. Ja. Warum? Warum sind wir nicht angetreten? Es ist ja auch alles Spaß. Wer kann mir denn jetzt zum Beispiel sagen, wenn ihr diese 300 Euro gewinnen würdet, diesen Warengutschein von Expert, für was soll er verwendet werden? Gibt es da irgendwie eine Vorstellung? Ja. Na, unsere Tanzgruppen hätten gerne eine eigene Musikanlage, damit wir, ja, wir haben ja drei insgesamt. Ja. Dann müsstet ihr euch vielleicht mal mit den Bretschendorfern in Verbindung setzen. Die haben so ein Ding von Sony erworben, im letzten Jahr, weil sie ja gewonnen hatten. Und wenn ihr jetzt gewinnt, wenn ihr die 12, 16, 12 von Dips unterbietet, was ist da noch nichts verloren, könntet ihr das vielleicht schaffen. Und jetzt gehen wir mal zu den Herren hier am Grill. So, meine Herren, läuft's oder? Läuft. Ja. Läuft. Na gucke, na gucke, na gucke. Also wie gesagt, drei Würste müsst ihr auf 70 Grad grillen. Und solltet ihr irgendwo so fühlen, es könnte soweit sein, einfach Bescheid sagen, ich komme mit meinem großen Thermometer, führe es ein in die Wurst. Und dann werden wir gucken, wie die Temperatur ist. Ihr könnt auch, ja. Ach, na, gucke mal an. Die Semmeln habt ihr schon eingeweicht. Was hat das für einen Grund? Damit die nicht so trocken sind, dass wir die schneller essen können.
So, bei knapp 7 Minuten gehen wir nochmal zum Präsident, denn das hat seinen Grund, er trinkt gerade ein feines Feldschlösschen. Zur Verfügung gestellt von der Feldschlösschenbrauerei, einer unserer Sponsorpartner. Habt ihr sowas auch? Ja, wir haben aber leider eine andere Brauerei. Ja, da reden wir jetzt nicht weiter, das bringt jetzt, ist nicht zielführend. Meine Frage ist eigentlich die, ich habe, wie gesagt, auf der Homepage geguckt, ihr habt ja einen riesen Verein, 60 Leute, die dabei sind. Leute, ne? Sind das jetzt bloß Mitglieder oder auch Mittäter? Ja, ich sag mal, 50% sind richtige Mittäter, aber man hat in dem Verein auch ein paar Statisten dabei. Mhm. Und wie sieht es denn mit dem Nachwuchs aus? Bannewitz ist ja relativ groß. Du hast ja gesagt, Einzugsgebiet von Dresden. Kommen da auch Leute von Dresden in der Funkengarde mit zum Tanzen? Auch, ja, aber der größte Teil ist eigentlich Bannewitz, Kleinauendorf. Und Nachwuchs, wie gesagt, sehen wir beim Grillteam, dass die Jugend auch interessiert ist und auch gut mitzieht. Also da können wir uns zurzeit eigentlich nicht beschweren. Also man sorgt für den eigenen Nachwuchs, das macht er selber. Machen wir selber, ja. Ich meine, beim Fasching Alkohol und dann 9 Monate später. Nee, Fasching ist nie Krach, nur wieder ein neuer Tag. Alkohol, wie gesagt. Nee, es ist auch schwere Arbeit. Es ist viel, viel Arbeit eben. Man kann auch dann feiern nach der vielen Arbeit. Also, ja, jetzt muss ich mal gucken, was ist denn das für ein toller Orden, der hier zwar. Ist das euer Vereinsorden? Habt ihr alle so ein Ding oder nur die ganz hochbetagten Leute? Das sind einfach nur die Vorstandsorden und da steht der jeweilige Minister drauf. Und du bist der Minister für? Der Aufbauminister. Was, ach so, boah, hier, der zuständig ist für den Heim. Haben wir noch einen Minister hier? Ja, hier. Vice President. Also der zweite Chef quasi. Jawohl. Chefin. Ja, geht das auch als Frau mit den das so vielen Männern? Als, ja, die folgen schon. Die Bannewitzer, kann man sie so ein bisschen hier im Griff kriegen? Die haben wir auf alle Fälle im Griff. Unsere Männer folgen uns. Ihr seid Flaschen. Ja. Unsere Männer folgen uns. Nee, also liebe Leute. So. 8 Minuten 38. Ja, ein weiser Mann, ein weises Wort, das muss man schon sagen. Lebensweisheiten haben die drauf. So, und bei euch, wie sieht's aus? Warte, wo ist mein Thermometer? Ich hab's noch gar nicht angeschaltet, soweit habe ich gar nicht gedacht. So, warte. Hier, okay. Hältst du mal bitte? So, okay. Das geht eigentlich schnell. Was? 73? Das ist ja gut. Ja, jetzt wird es langsamer. Ah, nee. Also, so ganz schnell geht es noch nicht. Aber es ist noch genügend Zeit. Noch nichts verloren. Es macht so schnell wie weiter. Also es steigt immer noch weiter. Soll ich nochmal rausziehen? Ja, ne? Nö, zum Drehen. Das ist jetzt hier nicht zielführend, wenn das Ding drin bleibt. Also ihr liegt noch gut in der Zeit, es ist noch nichts verloren. Das Problem bei den meisten, diese ist schon fast disqualifiziert. Was? Ihr habt die mit der Zange einfach zu roh. Aber essen können wir sie trotzdem dann, oder? Ja, unbedingt. Aber so geht's schon noch. Immer schön drehen. So, jetzt geht's schon über die 50. Oh ja, doch. Ich glaube, ihr kriegt einen Sonderpreis, ihr grillt rückwärts. ihr friert die Würste ein, das hat noch niemand gemacht. Warte, vielleicht, sag mal jetzt. Nimm mal die. Ich tue mal ganz kurz. Die wird scheiße. Oh, die Bannewitzer. So, haben ihr ganzes Können in die Waagschale geworfen. Aber ich wage zu bezweifeln, dass dieses Können, dass diese Wintergriller hier, diese drei Herren, das noch reißen können, dann müssten sie die Würste und die Semmeln in wenigen Sekunden im Ganzen in den Mund schieben. Aber sie haben ja noch nicht mal 70 Grad. Nee, nicht traurig sein. Ist alles nicht schlimm. Ihr seid im Fernsehen. Das ist ja schon mal eine Nummer heute hier in Bannewitz. Was? Ja, warte. Nee. Gut, jetzt, das ist jetzt die Wurst. Jawohl, die schafft es jetzt in kürzester Zeit auf die 70. Seid ihr bereit zum Essen? Wir machen das trotzdem. Ihr könnt euch aber ein bisschen Zeit lassen. Ihr müsst nicht ganz so schnell rein, nicht, dass noch jemand krank wird. So, 4 Grad noch und das jetzt bei knapp 13 Minuten. Keine schlechte Zeit, könnt ihr noch jemanden schlagen? Ja, die Hüttendorfer könnt ihr noch schlagen. Los jetzt. Jetzt ist aber der Ehrgeiz angefacht. 7. So.
Und jetzt 70. Los geht's! Bei 13,16 fangen sie an. Wenn ihr jetzt 15,45 könntet ihr noch schaffen, dann seid ihr die Dritten. Das ist nicht schlecht. Ja, bitte, ja, das wäre gut. Und die anderen, ihr könnt dann auch langsam hier eine Wurst fassen. So, jetzt darf ich auch nochmal unseren zweiten Sponsorpartner, den Fleischermeister Lose in Dippoldiswalde, herzlichen Dank sagen für die Würste, die, und das haben ja alle bestätigt, wirklich lecker schmecken, obwohl sie manchmal sehr abenteuerlich gegessen werden, das muss man ja sagen. So, wie weit seid ihr? Fertig. Du bist fertig und du? Los, in 30 Sekunden dieses Leckerbrötchen. Der kann nicht. Oh, meine Sympathie habt ihr, aber ihr müsst auch essen. Ihr dürft sie nicht bloß halten, die Semmel, Mensch. Obwohl, du isst ja schon die zweite Wurst eigentlich. Du bist ja eigentlich der Beste von allen. Und alle weg. Das ist ja wie im Dschungel hier. So, wir drehen die Uhr um. Das will überhaupt niemand wissen. Ihr habt toll gegrillt. Ihr seid auf jeden Fall gleich mit den Hülkendorfern. Ach, das ist da jetzt ganz egal. Schade, es hat nie geklappt, aber dabei sein ist alles. Beim Fasching ist das ja genauso. Ne? Und jetzt würde ich sagen, genießt in aller Ruhe die Würste. Das machen wir gerne. Ich wünsche euch jetzt noch eine tolle Faschingssaison. Vielen Dank. Ja, bleibt alle gesund und im nächsten Jahr könnt ihr vielleicht nochmal antreten hier beim Wintergrillen. Ich denke, das werden wir wieder machen. Sehr schön. Ja. So. Hier, Sponsor dazu, der Präsident. Was? Für ordentliche Brötchen. Jetzt schiebt doch nicht wieder den schwarzen Peter zum Brötchen. Also. Wir haben ein gutes Bier da. So, liebe Zuschauer, damit ist es, ja, es ist Realität. Die Dipser, der Dipser Faschingsverein 92 e.V. hat das Wintergrillen 2018 gewonnen. Sie dürfen sich damit Wintergrillmeister nennen und bekommen dann in der nächsten Woche den Warengutschein vom Expertmarkt. Und da sind wir natürlich mit unserer Kamera dabei. Wir wollen natürlich sehen, wie die sich freuen. Das sehen Sie dann ab Montag, ab Rosenmontag bei FRM. Und ja, und dann kommt ja auch schon der Aschermittwoch. Dann ist das Ganze wieder vorbei, aber nicht in Bannewitz. Habe ich gesehen. Ihr habt noch eine Veranstaltung und die ist dann wann? Richtig, unsere letzte Veranstaltung ist am 17.12. unser Ausgabeball. Wie gesagt, dann am 17.12. aber leider schön ausverkauft. Dieses Wort geht mir ein bisschen gegen den Hut, aber also wenn man bei Bannewitz feiern will, muss man sich frühzeitig nach Karten Richtig. Bemühen. Das zeugt natürlich auch von der Qualität dieses Programms, dieses Vereins. Also herzlichen Glückwunsch nochmal zu Platz 4 beim Wintergrillen. Und damit sage ich hier Tschüss aus Bannewitz. Wir werden jetzt noch ganz gemütlich eine Wurst essen. Vielleicht gibt es auch noch eine andere Semmel hier. Mal gucken. Wir verabschieden das Team. Für die Wips. Nochmal mit unserem Schlachtruf einem dreifachen KKB. Okay. KKB. Okay. KKB. Okay, okay, okay. Das FRM Wintergrillen 2018. Eine gemeinsame Aktion von FRM TV und dem Expertmarkt in Freital. Jedes Jahr lädt Freitals Oberbürgermeister zum Neujahrsempfang. Damit dankt er Menschen, die sich für das Wohle der Stadt eingesetzt haben. Er wirft einen Blick zurück auf das vergangene Jahr und gibt einen Ausblick auf das Aktuelle. Über 400 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Vereinswesen folgten der Einladung von Uwe Rumberg ins Freitaler Stadtkulturhaus. In seiner Rede sprach der Oberbürgermeister über das Erreichte und die nähere Zukunft der Stadt. Dieses Jahr würzten Zitate vom Dichterfürsten Goethe die Rede des OB. Ein Beispiel: Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen. Eine Besonderheit hatte der Neujahrsempfang 2018. Es gab wieder eine Auszeichnung, und zwar den Kultur- und Kunstpreis der Stadt Freital. Ihn erhielten Hannelore Umlauft und Mutlak Osman, welche 1973 zusammen ein Laientheater gründeten, die heutige Spielbühne Freital. Ja, Herr Rumberg, Neujahrsempfang in Freital, das heißt, man zieht ein kleines Fazit vom vergangenen Jahr und man nimmt die Leute mit zum kleinen Ausblick für 2018. Auf was freuen Sie sich denn als Oberbürgermeister für Ihre Stadt am meisten? Na, auf die Investitionen, die wir im Januar mit dem Stadthaushalt beschlossen haben. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es uns eigentlich gut geht und dass wir
mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, sorgsam umgehen, aber auch nachhaltig. Und ich denke, da können wir alle drauf stolz sein. Und das ist das, was die Stadt braucht und was uns auch weiterentwickelt. Wir sind eine wachsende Stadt und darauf sind wir stolz. Sie hatten ja auch ganz kurz mal den Ruf der Stadt angeschnitten und gesagt, dass Sie sich immer wieder für die Bürger einsetzen wollen, dass der Ruf, den man nach außen manchmal so, was man hört, nicht so schlecht ist, wie es scheint. Hat sich das ein bisschen gelegt oder haben Sie das immer noch so auf dem Schirm, dass man sagt, Freital ist irgendwo, ja, Tal der Ahnungslosen? Nein, doch. Das Braune jetzt mal nie angesprochen unter uns. Also vom Tal der Ahnungslosen sind wir weit entfernt. Ich denke, es hat sich schon gelegt, das negative Image. Wir arbeiten natürlich da auch vehement daran, um zu beweisen, dass die Mehrzahl der Freitaler friedliebende Menschen sind, Demokraten. Natürlich nicht unkritisch. Ich denke, das ist auch ganz wichtig für eine Demokratie, nicht alles hinzunehmen, was man vorgesetzt bekommt, sondern auch kritisch hinterfragt, sich auch zur Wehr setzt, dort, wo es nicht funktioniert. Und deswegen kann ich immer wieder voller Stolz sagen, also ich stelle mich vor die meisten Freitaler, lege auch für unsere Freitaler die Hand ins Feuer. Es sind gute Menschen. Unser Innenminister hat ja heute so eine kleine Bombe platzen lassen, indem er verkündet hat, das Haus der Bildung kommt nach Freital. Haben Sie davon gewusst? Wir haben darüber natürlich gesprochen, dass es heute so deutlich nochmal gesagt hat. Das freut mich natürlich ganz besonders, hat mich etwas überrascht. Aber wir halten es alle fest, in Ton und Bild. Und ja, jetzt arbeiten wir gemeinsam an dem Projekt und darauf freue ich mich. Nochmal kurz zum Neujahrsempfang. Über 420 Gäste haben sich angemeldet. Die meisten sind auch gekommen. Grippewelle blieb in diesem Jahr aus. Ist das auch für Sie ein Ansporn, so weiterzumachen in dieser Richtung? Denn wenn es in Freital schlecht laufen würde, würden vielleicht auch nicht so viele Leute hier feiern wollen. Ja, also man freut sich erstmal, wenn die Freitaler und die Gäste gesund sind, natürlich. Und die Grippewelle bis jetzt hat sie uns verschont. Und ich hoffe auch, dass sie einen großen Bogen um die Stadt macht. Oder das ganze Land. Ja, ist motiviert. Wir freuen uns. So ist ja ein Neujahrsempfang gedacht, dass die Menschen zusammenkommen, sich wieder sehen, begegnen, an alte Gespräche vielleicht knüpfen, neue Bekanntschaften knüpfen und solche Netzwerke, die dienen ja dem Gemeinwesen und das unterstützen wir mit Leib und Seele. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Magazins angekommen. Nächste Woche haben wir zahlreiche Tipps für die bevorstehenden Winterferien im Programm. Ich bin mir sicher, dass auch Sie dann wieder mit einschalten und sage Tschüss, machen Sie es gut, Ihr Ronny Birner.